apocalypse. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, lieber Zuschauer, zu einer, ja, ich sag mal, neuen Folge vom LS17. Heute wird ein ereignisreicher Tag werden. Wisst ihr auch warum? Ganz einfach. ihr seht's ja schon am Titel und auch schon am Titelbild. Heute dreht sich nämlich alles mehr oder weniger nicht um die Feuerwehr, sondern um die Bundeswehr. Na? Ich sitze gerade in einem Willi-Hubschrauber. Das wurde jetzt von mir so genannt. Das ist Willi der Hubschrauber, warum auch immer. Um euch mal zu zeigen, von wo ich fahre. Also ihr seht, da hinten ist ja der Händler. Da, wo die ganzen schönen Fahrzeuge der Bundeswehr schon stehen. Und unter mir ist sozusagen das Ziel. Ja, ich weiß, es ist wieder ein ganz, ganz weiter Weg, den wir jetzt haben gleich. Das wird gleich so sein, dass wir mit den Fahrzeugen hier rüberfahren. Abgesichert wird alles von der Feuerwehr Karsbach erstmal. Müssen wir mal schauen, je nachdem, wie viele Fahrzeuge und Einsatzkräfte wir benötigen, dass wir alle Fahrzeuge hierher kriegen. Denn heute steht ein Tag der offenen Tür an, hier beim Rettungsdienst, zusammen mit der Bundeswehr. Wie geil ist das denn, oder? Ja, dachten wir uns auch, als wir das hörten, dass die Bundeswehr in the Hood ist. Und wir haben natürlich sofort erstmal geschaut, was ist möglich, was können wir machen, was können wir zeigen. Und ja, daraufhin hat sich der Bürgermeister und der Leitende vom Rettungsdienst zusammengesetzt und haben einen Plan geschmiedet. Ja, und daraus ist dann das geworden, dass wir heute diesen Tag der offenen Tür hier veranstalten. Ich finde das richtig klasse. Schön, dass das auch richtig schnell funktioniert hat. Und ich bin richtig geil gelandet. Also, ihr glaubt gar nicht, wie gut sich dieser Helikopter fliegen lässt. Das ist richtig krass. Ich weiß nicht, an was es liegt, ne? Schöner Willi. Ohne Türen, herrlich. Ist eigentlich so ein klassischer Sommerhelikopter. Also für den Winter würde ich das auf jeden Fall nicht benutzen. Ich glaube, da frierst du dir alles mögliche ab. Wirklich alles. Alles, was abfrieren kann, kannst du da wirklich verlieren, schätze ich mal. Habe ich gehört, ne? So, ja. Naja, Leute, dann gucken wir mal nach der Bundeswehr, ne? Wie weit sind wir denn hier? Was ist alles schon aufgebaut? Was ist passiert? Ihr seht hier, wir haben verschiedene Fahrzeuge. Unter anderem steht ja auch ganz gequetscht ein Panzer. Ist ja nun ein Leopard, ne? Ein Panzer haben wir ranbekommen für den Tag der offenen Tür. Den Rest, haben wir auf jeden Fall so jeglicher Art und Form bekommen. Das Einzige, was wir machen müssen, ist den Panzer jetzt erstmal aufzuladen, also soweit das natürlich möglich ist. Bevor wir das aber machen, ich nehme am besten erstmal den Werkstattwagen mit vor. Aus dem Grund, damit wir uns erstmal so ein bisschen die Route anschauen können, ne? Ja, und sollte irgendwas sein, werden wir natürlich einschreiten und hier mit dem Fahrzeug dann einweisen. Ne? Wir müssen den LKW-Fahrer Bescheid sagen, denn das wird hier eine richtig schöne Aktion werden. Ne? Also wir haben hier richtig schmale Straßen. Das macht es auf jeden Fall alles ganz schön schwierig. Und von daher müssen wir aufpassen, obwohl es nicht mal weit weg ist. Vom Shop bis zum Rettungsdienst, bis zur Wache. So. Jetzt weiß ich nur nicht, wie wir das am besten machen. Ich gucke mir das mal von oben an. Ich hatte erst überlegt, dass wir richtig über den Kreisverkehr rüberfahren, aber wir könnten theoretisch. Aber nee, warte mal, da ist ja eine Wiese zwischen. Also nee, das könnte auch nicht funktionieren. Ich dachte mir also, wir fahren andersrum in den Kreise rein, fahren hier raus und da hinten über die Wiese, bis wir dann ankommen. Aber ich glaube, das werden wir mal sein lassen, denn es hat in den letzten Tagen auch viel geregnet und ich glaube, der Boden, der ist viel zu matschig und der LKW mit der schweren Last, mit dem Panzer drauf, ich glaube, das müssen wir nicht probieren. Da fahren wir uns auf jeden Fall fest. Na, schätze ich mal, werden wir hier
ganz normal, ne, auf der Straße fahren. Aber wie gesagt, wir haben ja auch eine Absicherung, also ist alles da, was wir gleich brauchen. Und dann kriegen wir das eigentlich hin, denke ich mal. Ne? Das Schild hier, warte mal, kann man das... Nee, das ist durchsichtig, da kannst du durchfahren, okay. Kann man nicht umfahren. Ja, bis wir dann hier rauskommen, würde ich sagen, würde das passen. Also den LKW stellen wir dann sowieso erstmal hier rein, hier in diese Gasse. Dann laden wir den Panzer ab und dann werden wir den erstmal runterfahren. Ich weiß noch nicht wie, ob wir das überhaupt machen, ob wir das dürfen. Denn das Ding wiegt halt auch dementsprechend vier Tonnen. Und da muss man aufpassen, dass sich die Straße nicht abhebt. Ne? Da muss man echt aufpassen. Ne? Also wenn er das mal gesehen hat, so ein großes Kettenfahrzeug, was auch wirklich ein paar Tonnen wiegt, das kann viel Damage machen. Also da geht viel kaputt. Und dann hast du den Salat. Na, das muss man alles vorher abklären, bevor wir hier irgendwas machen. So. Also von meiner Seite aus gibt es hier erstmal das Go. Würde ich sagen. Werkstattwagen bleibt erstmal hier auf der Straße. Und ich setze mich jetzt erstmal in das nächste Fahrzeug rein. Denn die Feuerwehr ist natürlich auch mit dabei. Mit den großen FLF Panther im Bundeswehr-Skin natürlich. Die werden auch mit absichern. Und, dann sehen wir weiter. Ne? Wir müssen auf jeden Fall erstmal die ganzen Straßen dicht machen, dass da wirklich uns gar keiner irgendwie reinfährt. Aber aktuell... Na gut, Verkehr ist jetzt... hat nachgelassen. Ist ganz schön wenig hier gerade. Also ich denke mal, das wird ja locker funktionieren, dass wir hier uns aufstellen, ohne dass irgendwie was passiert. Hoffe ich mal. Und hier werden wir auch gut durchkommen, denke ich mal. Also, ja, das sieht immer, naja, größer aus, als es eigentlich dann ist. Ne? Der LKW ist natürlich breit, der Anhänger sowieso. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, ein bisschen Augenmaß haben, ein bisschen schauen. Aber das werden wir hinkriegen. Locker, locker fluffig. So, dann eben noch schnell das zweite FLF. Das stellen wir am besten hier nach vorne. Und dann würde ich erstmal die Feuerwehr Karsbach holen. So, genau. Dann haben wir hier den Funkewagen. Dann haben wir drei Tanklaster. Die sind für alle Fahrzeuge mit dabei. Also das ist ja eigentlich quasi ein großer Bundeswehr-Konvoi, der jetzt gerade in Richtung Rettungsdienst oder Rettungswache fährt. So, von daher haben sie auch vorgesorgt mit drei Tankwagen. Also, verstehe ich schon. Also die Fahrzeuge, die wir jetzt hier gleich benutzen und fahren werden, die schlucken natürlich dementsprechend viel Kraftstoff und das ist wichtig, dass wir auch immer viel Reserve dabei haben. So Leute, jo, dann schicken wir mal die Kollegen aus Karsbach raus, ne, damit wir die gleich vor Ort haben. Wir fahren Hauptstraße so einmal rum, dann sind wir da. Gut. Ja, das ist die kleine feine Feuerwehr. Ich finde die so niedlich. Das ist so cool. Das ist wie bei mir früher in der Feuerwehr. Das war auch so eine kleine Dorffeuerwehr. Ungefähr auch die Größe vom Gretehaus, bloß ein bisschen älter und, ja gut, ein bisschen größer schon. Aber da waren unsere Sachen auch immer links und rechts daneben. Das fand ich immer cool. Ja? Gerade hinten, der hat sich immer gefreut. Da ging bei uns am Fahrzeug immer hinten der Auspuff raus. Und der hat sich immer gefreut hier, wenn er sich umgezogen hat. Da hat er natürlich die ganzen Abgase abbekommen. Das kennt bestimmt der ein oder andere von meinen Zuschauern. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Denke ich mal, wenn man die Abgase erstmal schön in die Hose bekommt, das ist richtig fresh. Also, da gibt es bessere Methoden, ne, um das irgendwie abzulassen. Achso, warte mal, wir machen gleich runter. Ne? Denk mal, das machen wir aber lieber, bevor hier irgendwie noch was passiert. Die Karsbacher Feuerwehr ist erstmal ready. Wir fahren in Richtung Rettungswache. So, und dadurch, dass es auch schnell gehen muss jetzt alles, denn wir müssen den Verkehr dann rechtzeitig wieder freigeben, haben wir auch Sonderrechte.
apropos schnell. Also irgendwas klappt hier immer nicht so gut, habe ich das Gefühl. Warte mal. Wir setzen uns mal ein bisschen weiter nach vorne. Ich habe gerade gemerkt, ich bin in die falsche Richtung gefahren. So. Na guck mal, der ICE grüßt auch erstmal. Das ist ja nett. So. Jetzt haben wir es geschafft. Also die Wache ist doch ganz schön weit weg eigentlich, ne? Vom Rettungsdienst. Aber jetzt passt alles. Alles gut, wir haben es geschafft. Mit ein paar Umwegen. So, ja. Warte mal, ich muss den nur ein bisschen zurücksetzen hier. Denn ich glaube mal nicht, dass der Verkehr irgendwie Bescheid weiß, was hier los ist. Nicht, dass die sich gleich reinstellen in den Kreisel. So. Das sieht gut aus. Und dann können wir noch das LF 16 TS hier einmal mit rumnehmen. Und dann stellen wir das da drüben hin, würde ich sagen, ne? Beim Rettungsdienst gleich an der Straße. Dann werden wir uns hier aufbauen, machen hier die Straße dicht. Dann haben wir hier doch erstmal die Sicherheit. Wir können dann erstmal den Panzer aufladen und so weiter. Alles, was wir jetzt dazu brauchen, steht ja schon am Händler. So, steigen wir gleich mal ein. So, das große Gefährt ist vom MTL Modding. Grüße gehen raus. Müssen wir das nur noch anhängen jetzt hier. Warte, pass auf. So. Und dann können wir den Panzer da erstmal draufladen. So, also beim Händler habe ich jetzt hier, ja, keine Befürchtungen, dass irgendwas passiert. Hier müsste das eigentlich funktionieren, weil das ist ja auch so ein bisschen Schotter hier. Also, höchstens, dass wir das ein bisschen zur Seite schieben mit dem Panzer, mit den Ketten. Ansonsten, oh Gott, falscher Knopf. Uiuiui. Nee, ansonsten wäre das Asphalt, hätte man genau dasselbe Problem. Wie drüben bei der Rettungswache. Also wir müssen schon aufpassen, dass wir jetzt nicht so viel kaputt machen. Na, schön sachte. Schön großzügig auch lenken, dass wir hier auch gut raufkommen. So, weil desto mehr man lenkt natürlich, ne, desto mehr macht man auch kaputt. Und desto mehr Boden verschiebt man oder macht man kaputt, wie gesagt. Ne? So. Dann die Ladung erstmal sichern. Also das geht ja automatisch hier im LS17. Hoffe ich mal. So, warte mal. Jetzt ist gesperrt, ne? Das ist ja blöd. Last entsperren? Also sperrt man die Last wirklich mit der Taste, auch mit der man die Rampe hoch und runter macht. Das ist ja auch cool. Aber normalerweise müsste das auch so funktionieren. Also der hält auch eigentlich so, wenn der jetzt draufsteht. Na gut, der bewegt sich jetzt, aber das ist jetzt die andere Sache. Das müsste eigentlich auch so funktionieren, ohne dass er runterfällt. Weil wie gesagt, auch wie im echten Leben wiegt er auch hier im Spiel dementsprechend viel. Also dürfte da jetzt auch irgendwie nichts runterfallen oder so. Also, dann ist hier was los. Wenn das Ding runterfällt, also, dann zeig uns mal einen Kran, den wir dafür nehmen, um das Ding da wieder auf dem Anhänger zu kriegen. Also so einen Kran haben wir jetzt ja aktuell nicht in der Nähe. Wir müssten mal per Hand das Ding da irgendwie raufschieben wieder. Soweit das natürlich möglich ist, ne? So, und das Lustige daran ist, ich bin ja gerade in einem Tanker. Ein Kollege hat vergessen, komplett aufzutanken. Jetzt können wir noch einmal zur Tankstelle ranfahren, um die Kanister aufzutanken. Wie geil ist das denn? Also, das hat... Ach, das ist sie. Oh Gott. Ist Blondie, ne? Das ist gar kein Wunder. Nee, so, sie meinte gerade, sie hat vergessen, aufzutanken. Der Tank ist viertelvoll. Ja, schön, super, dachte ich mir auch. Und ja, Gott sei Dank ist hier eine Tankstelle vor Ort und kann den großen Tank erstmal voll machen. Also das ist ja wirklich ein Schuss nach hinten, ne? Stell mal vor, das wäre jetzt passiert auf dem Weg hierher. Meine Güte, ey, was ist hier los? So, gut. Dann lasst uns mal ran. Ach, guck mal, wie schön das funktioniert. Also das läuft richtig geschmeidig hier. Ist auch gut, dass der Anhänger mitlenkt. Der LKW hat auch mehrere Achsen, die mitlenken.
Das ist unproblematisch. Also da kommen wir locker einfach hin. Ich glaube, so schnell war ich auch noch nie am Ziel. Gerade mit so einem Panzer hinten drauf. Aber das klappt. Das ist ja auch so der Special Guest jetzt hier beim Tag der offenen Tür. So, und hier merkt man es. Das passt gerade so. Zwischen Schild und Reflektor passt noch höchstens eine Hand. Ne? Mehr würde da jetzt nicht hinpassen. Also das geht rucki zucki. Deshalb geht ja auch ein großer Danke raus an alle Rettungskräfte, die jetzt hier gerade helfen. Feuerwehr, Rettungsdienst und natürlich die Bundeswehr. Hilft ja auch mit der Feuerwehr. Die haben hier für die Sicherheit gesorgt und dass wir hier auch rechtzeitig und gesund und munter vor Ort eintreffen. So, guck mal. Ach so. Warte, so. Okay, Klappe ist unten, dann können wir gleich mal die nächsten Fahrzeuge dazu holen. Die ziehen jetzt einmal alle nach und nach vorne und dann haben wir's. Dann kann der Tag auch schon beginnen. Also wie geil ist das denn, ey? Wie krass. Das finde ich halt immer wieder erstaunlich gut. Also wie richtig gut die Bundeswehr eigentlich organisiert ist. Also das wurde gestern abgestimmt. Ne? Dann hat sich der Oberst gemeldet von der Bundeswehr und meinte, ja, alles klar, dann machen wir alles fertig. Also dazu zählt ja nicht bloß hier einsteigen ins Fahrzeug und los. Nee, nee. Da musst du schon wirklich kalkulieren können. Du musst für die Sicherheit sorgen. Du musst alle Teilnehmer eher gesund und munter vor Ort hinbringen. Und du musst natürlich auch für Treibstoff, also für Kraftstoff sorgen. Also da merkt man schon, da muss man sich große, große Pläne machen, ne, dass das auch alles funktioniert, dass man auch die Fahrzeuge erstmal bekommt für diesen besonderen Tag. So, aber natürlich ist das auch so ein Werbetag für die Bundeswehr. Denn die werben natürlich auch vor Ort. So nach dem Motto, kommt zu uns, es ist richtig gut bei uns. Ne? Und das wird hier nämlich auch groß geschrieben. Ne? Die haben auch natürlich viele Stellen offen und da wollen sie natürlich auch viele Leute informieren, was sie anbieten, was man machen kann. Hautnah auch alles miterleben, also wirklich richtige Soldaten treffen, die von ihren Geschichten erzählen zum Beispiel. Das alles ist heute hier beim Tag der offenen Tür. Und deshalb fand ich das auch so wichtig, dass wir diesen Tag machen. Ich fand das eine richtig gute Idee. Ja, und bloß gut, dass dann auch alle so schnell hier reagiert haben und zugestimmt haben. Und das ist natürlich das A und O. Ne? Auch, dass der Rettungsdienst ihren Platz jetzt zur Verfügung stellt, das ist natürlich auch nicht einfach mal so eben gesagt. Ne? Da muss ja auch erstmal viel geredet werden, bis das alles beschlossen ist. Ja, und das finde ich halt richtig klasse hier. Das klappt immer wieder richtig gut. Aber, ach du Scheiße. Guck dir mal die Straße an. Oje, oje, oje. Aber doch ein bisschen übertrieben, ja. Ja gut, das macht der Bauhof. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Der Bauhof wird das regeln. Die kriegen so viele Sachen hin. Ich denke mal, das kriegen sie auch hin. Ja, ein bisschen einmal mit dem Besen rüber und fertig. Ja, hoffe ich mal. Das sieht ja doch schon, oje, ganz schön dreckig aus, ne? Aber die vom Bauhof, das sind gute Leute. Das kriegen die locker schnell hin, schätze ich mal. Gut. Naja. Ich glaube, warte mal. Also soll es doch da bleiben. Okay. Also die beiden Tanker, die jetzt hier noch stehen, die sollen hier vor Ort bleiben. Also der eine Tanker, der hinten bei der Tankstelle gerade campt, der gerade auch noch auffüllt und gerade bezahlt hat, der soll mit zum Rettungsdienst. Die anderen beiden sollen da bleiben. Das wurde jetzt gerade gesagt. Warum auch immer. Vielleicht wird davon ausgegangen, dass es irgendwie zum Attentat kommt, dass irgendwie Reservetrucks zur Verfügung sind. Ich weiß es nicht. Leute, keine Ahnung. Gerade eben wurde das gesagt. Warum auch immer. Aber ist ja auch gut. Ne? Wenigstens ein Tanker. Ist doch super. Mehr brauchen wir doch hier gar nicht. Das ist doch richtig schön. Also ich dachte sowieso, dass eigentlich weniger Fahrzeuge kommen. Aber dass es dann so viel wird, hätte ich wirklich nicht gedacht. Das ist so cool, ey. Ich mag's. Außerdem wollt ihr natürlich auch immer, ne, Bundeswehr sehen im LS17. Und ich dachte mir dann so, ja,
Was kann ich machen? Tag der offenen Tür. Na, was auch sonst. Ja, und da bin ich. Ne, Leute? Könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das gefällt hier, was ich gerade hier in dem Video zeige. Und wenn ihr irgendwie noch Ideen habt zum Thema Bundeswehr, was ich machen kann, dann einfach mal gerne kommentieren unter dem Video. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich ja demnächst dann schon eure Ideen hier in einem Video zeigen. So, das haben wir erstmal. Dann würde ich noch einen Neff rausholen. Eins sollte reichen. Vielleicht, dass ich mal so ein Manöver mache oder so. Oder ein Trainingskurs oder ein riesen XXL-Konvoi. Also da gibt es ja, ich denke mal, viele Ideen, die man sammeln kann, ne? Bin ich mal gespannt, auf was für Ideen ihr kommt, Mensch. So. Ihr habt ja immer die verrücktesten Ideen, also. da müsste ich auch mal aufzählen. Also, ich habe da so schon so viele Einsatzwünsche gesehen und Ideen und Vorschläge von euch. Also, manchmal ist es ja ganz schön übertrieben, sagen wir es mal so. Aber ist natürlich auch lustig, wenn da so verrückte Einsätze rauskommen, die es eigentlich gar nicht im echten Leben so gibt. Aber das macht ja dann gerade Spaß, wenn man sowas Geiles, Verrücktes macht. Ne? Ja, mal sehen, was da so rauskommt bei euch. So. Feuerwehr Karsbach ist hier. Ah, gut. Also bis nach vorne können wir den fahren. Ach, das ist... Na, okay, gut, verstehe ich schon. Ja, gut. Also den Panzer dürfen wir nur auf den Schotter fahren hier. Also wir sollen nicht um Himmels Willen gar nicht auf die Steine, auf die Roten fahren. Das sollen wir uns verkneifen. Also, so. Ich verstehe es schon, ehrlich gesagt. Also, wie das der Fund schon meinte, also es kann wirklich alles aus den Fugen gerissen werden und dann haben wir hier den Salat. Dann ist ganz viel kaputt und das muss nicht sein. Aber Leute, das sieht doch gut aus. Wir haben es geschafft. Der kleine Konvoi der Bundeswehr ist jetzt hier vor Ort beim Rettungsdienst und wird jetzt hier den Tag der offenen Tür veranstalten. Und was soll ich sagen, ey, das ist doch mega. Das sieht richtig klasse aus. Und mal sehen, wie viele Leute kommen. Mal sehen, wie viele Leute sich interessieren für die Feuerwehr, für den Rettungsdienst, für die Bundeswehr. Und dann schauen wir mal, was so passiert, ne, in den nächsten Videos. Und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und gerne mal kommentieren, wie euch jetzt das Video gefallen hat. Ich würde mich wirklich über einen Kommentar von dir freuen, lieber Zuschauer. So, und ansonsten gerne mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Ne? Da sind Links, Instagram, Twitch, YouTube und so weiter. Alles verlinkt, WhatsApp-Gruppe, darf ich nicht vergessen. Könnt ihr euch gerne mal durchklicken und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Also das Video ging jetzt hier, boah, über 20 Minuten, geil. Richtig schön. Auch mal wieder ein längeres Video, ne, vom LS17 mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Hoffe ich mal. So. Na dann, Leute. Macht's gut. Ich beende das Video jetzt und den Tag auf der Tür. Und dann sehen wir uns wieder in alter Frische in der nächsten Folge. Ne? Machen wir so. Bleibt gesund und anständig. Wir sehen uns wieder, ihr Quatschköppe. Bis dahin und ciao.